Leute und herzlich willkommen zurück bei Sonic Generations, dem super tollen Happy Game für die ganze Familie. Oh, ich finde das Spiel so göttlich. Beste Sonic seit Jahren. Wenn ihr eine PS3 habt oder eine Xbox 360 oder einen PC, soll vorkommen, dass Leute noch einen PC haben, ja, dann kauft euch das Spiel bei dem Händler eures Vertrauens. Irgendwo im Online-Shop, Steam, mir egal. Tut es einfach. Tut es. Ich weiß, dass ihr es wollt, ihr Sonic-Fans da draußen. Wobei, wenn ihr Sonic-Fans seid, wird ihr Sonic Generations wahrscheinlich schon lange haben, ja. Wow, was ist das für einer? Neue Roboter! Das war gut. Ich finde das einfach so cool, wie enorm die Levels in die Vertikale gehen bei dem Spiel. Also nicht nur Vertikale, eigentlich in alle Himmelsrichtungen. Ah, Laser! Wir haben Laser! Roboter mit Laser! Laserbutter? Hä, wie komme ich denn da wieder raus? Hilfe! Kann ich hier durch? Nee. Ah, Musik wieder normal. Was macht eigentlich der Schuh? Ach, ich kann dort auf die Plattform springen. Warum sagt mir das denn keiner? Das muss mir doch jemand sagen. Ah, das war lasch, oder? Machen wir gleich nochmal. Mit mehr Schwung. Ich sag den mit mehr Schwung. Okay, geh nicht mit mehr Schwung. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss da in die Mitte. Ich bin mir nicht sicher. Moment, da ist die 12. Ah, cool. Sonic stellt jetzt die Uhren ein. Das habe ich auch nicht gewusst. Unfall! Ich hoffe, Sonic ist versichert. Der gute Eggman lässt sich das wahrscheinlich nicht bieten lassen. Dann gehen wir doch rein, gehen wir doch. Und da geht das Luftschiff bye-bye. Das war schon das Ziel. Cooler Level. Die Level sind alle toll. Aber keine S-Ringe mehr. Was für ein Skandal. Rooftop Run. Und die Stadt aus Sonic 06 hieß Soliana. Ist mir wieder eingefallen. Aber ich glaube nicht, dass... Nee, das war nicht Soliana. Nee. Da ist ein Krokodil da drüben, den kenne ich auch nicht. Das sind wahrscheinlich immer so auf diese Handheld-Sonic-Ableger gewesen, die Leute. Ich kenne. Fertig, los! Und geht gleich los mit der Machtsektion. Geben wir doch mal Gas, geben wir doch da. Na, ihr Roboter, wie geht's euch? Ihr seid zum Explodieren schön, das sage ich euch. Öppa. Geh mal hier lang, das sieht nämlich cool aus. Oh, da gibt's Leben. Wuhu! Nee, das ist nicht Soliana. Ich meine irgendwie andere. Ich meine, ich glaube, das ist eine andere Stadt. Au! Ich will da aber hoch. Ja, gut, danke. Gehen wir hier weiter. Ich finde das so toll, dass es ein Sonic-Spiel immer mehrere Wege gibt in dem Level. Das ist dann immer so toll, man kann die Levels 5-mal spielen oder so. Man findet immer wieder was Neues, was man vorher nicht gesehen hat. Das ist das Tolle dran. Au, Sonic! Da stimmte das Timing nicht wirklich. Boah, über die ganze Stadt! Das sieht so wunderschön aus. Ballon! Ballon, Ballon, Ballon! Ich bin Ballons! Gut, Sonic, nimm keine Ballons. Ich weiß, du hast Angst vor Ballonen, aber hey. Kreissäge, nett. Was macht eine Kreissäge in einer dicht bevölkerten Stadt? Das muss mir noch jemand erklären.
Denkt doch jemand an die Kinder. Was, wenn Tails sich daran verletzt? Was ist dann wieder los? Huh? Du hättest jetzt leicht an die Ballons dashen können, Sonic. Das wäre nämlich nicht zu viel verlangt gewesen. Okay, Ball und... Nein, das war nix. Aber das war dafür umso mehr. Oh. Da geht dem Sonic die Luft aus. Wow. Mega cool gemacht. Ihr müsst schon alle drei gleichzeitig schießen, sonst wird das nix. Ich glaube, das ist für Sonic ein ganz normaler Tag, oder? Was er hier macht. Wer baut solche Städte? Den Architekt würde ich gerne mal kennenlernen. Au. Warum gibt es bei uns nicht so gute Städte? Ich will auch da wohnen. Da hätte ich jeden Tag ein Abenteuer. Ah, Mist. Ja, die Level werden schwerer. Man merkt's vielleicht. Jetzt kommt das Hackeball von hinten. Ach, komm. Dass die Dinger wieder spawnen, ist Snake jetzt wieder tot gewesen. Aber ich will doch nur dieses Leben. So ist es richtig. Wenn ich schon keine Ringe habe, wow. Nee, ich will da nicht durch. Komm runter. Hep und hep und hoch. Weiter und spiel. Man kann sagen, was man will, aber Sonic ist ein wenig wie Superman, oder? Macht es ihn dann zu einem Super Sonic? Ich will auch so schnell laufen können, das ist bestimmt cool. Itch. Okay, durch die Scheibe komme ich nicht durch. Aua, lass doch mal meine Ringe in Ruhe. Hey, noch ein Leben. Oh, hey, da kommt die Decke runter. Wie cool muss das sein aus der Ist-Perspektive von Sonic? Hey. Ich denke, dass Sonic das schon gewonnen ist, aber für mich wäre es interessant. Oh, Ringe! Nicht Robotniks Luftschiff, das ich gerade versenkt habe eigentlich? Nicht? Kommt mir aber so vor. Und wieder noch ein A-Rang. Ich sterbe zu oft in letzter Zeit. Weiß auch nicht warum. Rooftop Run. Gott, ist das so das Mr. T unter den Krokodilen, oder wie? Viel Bling Bling. Danke, Sonic. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster. Bist du nicht aus Mega Man X2? Das ist fast genauso aus. Vector, kenne ich nicht. Jemand muss dahinter stecken. Wir müssen uns darum kümmern, Sonic. In der Station 13, 14 und 15 halten. Wir müssen uns darum kümmern. Ich bin der Einzige, der hier die Arbeit macht. Ich, Sonic und ich, Sonic, wir machen alles hier. Ah, das ist aus Sonic Colors. Gutsman. nee, nicht wirklich, aber es sieht fast genauso aus. Ah, oh, Stachel. Hat auch irgendwie was von Fantasy Store Online. Oh mein Gott, ein ewiger Loop von links, rechts, 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 links, rechts. Bitte was?
Welcher Stachel? Ah, okay. Das war ungewöhnlich für Sonic. Hoppa. Das könnten aber echt Megaman-Gegner sein. So Stink-Chameleon-Stage oder so. Bam, Gutsman. Nenn den jetzt einfach mal Gutsman. Spike! Ja, das ist interessant. Okay, das hält mir eine gewisse Dauer. Ich kann mich aber so noch große Teile des Levels bewegen. Das ist cool. Aber Feuer. Da ist eine Raupe, da ist auch eine Raupe, da ist wieder Feuer. Hui! Ah, die brechen mir weg. Genau, Rot bricht weg. Ich dachte schon, ich wäre tot. Aber Sonic kann man nicht töten. Er kommt immer und immer und immer, immer wieder. Wisst ihr was? Spike! Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht zu Sonic, zu Spike-Modus. Wird das ein Gutsman im Hintergrund? Da. Ja, schaut. Einfach toll. Das macht doch so viel Fun, dieses Game. Ich kann es euch gar nicht beschreiben, ey. Spike! Hat auch was von Metroid mit dem Spike. Was geht denn ab? Moment, Schalter. Jetzt. Oh, verfolgt mich das. Das ist doch der Eggman-Schild da links. Ah, das war blöd. Ja, ich sag immer Dr. Eggman oder Dr. Robotnik im Wechsel, ich weiß. Weil der auch so viel Namen haben muss. Oh, Gutsman. Und seine Brüder. Oh, da brauche ich das Spike anscheinend. Spikes! Spikes! Sehe schon, da kann ich wieder was aktivieren. Nämlich einen Brückenzipfel. Aber das reicht nicht. Da ist nämlich noch einer. Spikes! Ah, ich habe jetzt alle Ringe verloren, weil ich den Feind nicht spürt habe. Das ist ja fies. Geh da einfach so rüber. Wow! Ach, da bin ich schneller unterwegs, oder wie? Ah, genau in die Stacheln. Er platziert hier Stacheln. Komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Gerade noch! Ah, die gehen leider nicht weg, die Stacheln. Das ist nicht so. Oh. Hilfe, da kommst du gar nicht mehr mit. Spikes! Sonic bewegt nicht mal. Ganz mit ist schon. Aha, von hinten nach vorne werfen. So sieht's aus. Mhm. Ihr trefft mich doch eh nicht. Was wollt ihr überhaupt? Na, rüber mit dir. Oder auch nicht. Puzzle-Levels in Sonic. Ach, ich kann das beschleunigen auch noch. Gerade sagen, ich möchte doch nur hier hoch. Boing! Das
bin ich noch schneller als zuvor. Boah, da kommen wir von über Raketen. Nein, was machst du denn? Genau, das war das Tribüber, nicht. So ist es nicht. Ja. Ist nicht so einfach zu lenken, das Ding. Oh, jetzt komme ich wieder Kick hier rein. Wir machen das doch mit Absicht, oder? Dr. Robotnik Fake Bumper gibt's auch. Nein, du gehst in die falsche Richtung. Ah, Gott, der wird ja schlecht. Den da brauche ich. Nein, schon wieder die falsche Richtung. Hilfe! Ich kann das Ding nicht steuern. Boah, das steuert sich aber auch. Total schwerfällig. Robotnik, go! Eine richtig schwere Bleikugel her. Gehört das noch zum Level? Ich weiß es nicht. Sieht fast so aus, wo bin ich denn hier überhaupt? Boah, 7,5 Minuten der Level. Genau, in so einem Level bekomme ich noch einen S-Rang. Da soll nochmal einer was sagen. Planet Wisp. Definitiv von irgendeinem V-Sonic. Definitiv. Och Gott, das mit 3D-Sonic. Oh mein Gott. Illustration 16 halten. Aber liebe Leute, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Sonic Generations. Dann holen wir uns wahrscheinlich auch gleich noch den Chaos Emerald. Mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sag immer, stay tuned and so long.